Herzlich willkommen, meine Lieben, da sind wir wieder zurück zu We Happy Few. Ich zeige euch was, und zwar, ich war dumm, okay? Ich gebe zu, ich war wirklich dumm. Hier ist mein Inventar, ich habe es ein bisschen aufgeräumt, hier oben ist ein Crafting-Menü. Ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge gesehen habe. Da ist auf jeden Fall eine Karte. Das sind die Briefe, die ich gefunden habe und die ganzen Sachen. Reach St. George's Home. Ah, das ist meine Aufgabe. Okay. I've got to go to St. George's Home. I won't be easy. They have gates on the bridges to keep out people like me. Okay, da muss ich hin. Dann habe ich hier meine Aufgaben. Ja, und meine Infos über mich. Das ist jetzt hier mein Inventar. Das ist mein Crafting-Zeug. Ich habe hier alles, was ich nicht brauche. Habe ich hier in den Safe reingetan, also was ich jetzt gerade nicht für nötig halte. Man kann hier solchen die Dinger hier ausrüsten. Ich habe mir hier noch so eine Axt gecraftet. Die kann man dann an Leute geben. Habe ich das weggeschmissen? Habe ich jetzt den Blumenstrauß weggeschmissen? Nein, da. Den kann man irgendwie Leuten geben, falls sie es wollen. Also vielleicht um ihre, ja, um sie zu beschwichtigen, ich bin nicht sicher. Oh, es ist mal wieder Nacht. Ja, okay. Na, hi. Ja, ist ja gut. Okay, also, wir müssen dahin. Ich weiß halt jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht da. Da ist unser Ziel. Escape, ja. Toll. Hätte ich mal früher reinschauen müssen, hätten wir auch in der Zwischenzeit mal ein bisschen Aufgaben erledigen können. Beziehungsweise ein bisschen weitermachen. Aber so ein bisschen erkunden und ein bisschen das Spiel kennenlernen. Das waren jetzt zwei Folgen. Ich denke, da sind wir noch relativ gut mit bei. Und dann gucken wir mal, wie es hier so weitergeht. Oha, und hier ist Wasser. Ja, dieser Grafikbug ist immer noch da. Schade, dass sie jetzt noch nicht weit nachgepatcht haben. Die Schweinchen. Jetzt schauen wir mal. Da ist noch ein fettes Lagerfeuer. Okay, da müssen wir hier irgendwo durch. Hier waren wir schon überall. Aber wir müssen hier ganz, ganz, ganz weit weg. Ich glaube trotzdem... Oh. Das sieht eine verdächtige Truhe, steht da. Mysterious Chest was Editor Journal. Investigate the Curious Chest. Accept the Unexpected. Okay. Was ist das hier? Wir machen mal das Schloss auf. Okay, ist jetzt niemand da? Snoring? Hätte es aufgehen müssen oder was? Oder was ist das hier? Schnarcht hier jemand? Ist hier jemand drin? Warum geht das nicht weiter auf? Okay, irgendwie ist das, glaube ich, buggy. Also ich habe irgendwas gemacht, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin viel hungry, ja, das mag schon sein, aber... Okay, ja, irgendwas ist da passiert, aber ich habe keine Ahnung, was. Wahrscheinlich hätte sie aufgehen sollen, wir hätten irgendwas sehen sollen, aber haben es nicht gesehen. Blöde Sache. Aber gut. Wir arbeiten mit dem, was wir kriegen. Hallo. Hallo. Ist hier jemand? Scheint nicht. Scheint nicht. You'd have to be crazy to be sane in this world. Okay. Hier scheint niemand zu sein. Wir gehen da mal weiter. Ah ja, hier ist wieder so ein eingezimmertes Haus. Was sagt die Karte? Jo. Das ist Dollhaus. Okay, da muss ich hin. Das ist eine Aufgabe. Da muss ich irgendwie rein, ne? Oder können wir einbrechen? Oh, mein Jimmy Bar ist kaputt. Nein. Der hätte ich doch gebraucht für so viele tolle Leute, Sachen. Meine Jimmy Bar. Und ich habe mir keine zweite gecraftet. Ist natürlich ärgerlich. Ja, das sind die ganzen Puppen hier. Guck mal, voll gruselig. Boah. Hättet ihr gern so eine Puppe zum Spielen, ne? Ich glaube ja eher nicht. Die Frage ist, was mache ich hier drin? Ja, ich gehe schon. Was mache ich hier im Dollhaus? Takedown?
Okay. Ach, das kann ich von hinten, kann ich sie so umrennen, also so halt, ne, überwältigen, sagt man. So. Ja, ist ja gut. Aber warum, was sollte ich jetzt hier drin? Sometimes I wish I knew you well, and I could speak my mind and tell you. Maybe you'd understand. Oh, get some sleep, Arthur. You're gonna make stupid mistakes. Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, warum ich hier rein sollte. Go to the Dollhouse. Wo sind meine Aufgaben? Habe ich die hier irgendwo? Wegen dem Dollhouse? Get the ducky. Investigate the curious chest. Dispose of Miss Jones. Von Miss Jones Journal. Ah, Miss Stokes, genau, die ja weggelaufen ist. Get the ducky. Investigate the curious chest. Escape. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Habe ich keine Story-Aufgabe gerade hier? Nee, Story-Aufgaben habe ich nicht. Okay, dann mache ich noch diese Escape-Quest. Also irgendwas. What's it like across the water, do you think? Nee, irgendwas ist hier anders. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Dafür habe ich jetzt mein Brecheisen ruiniert. Das ist ja schon ganz schön erbärmlich. Jetzt wird's Tag, Leute. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Ah, und da ist die Brücke, auf die ich muss. Okay. Okay, 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 okay. Do not cross. Jetzt wird's interessant nochmal hier. Sieht ja geil aus. Bridge crossing was added to the journal. Obtain a power cell, okay. Spanker. A speaker. Nee, Spanker. Okay, da muss ich irgendwie... Das ist ein Joy-Detektor. Back soon. Ground for charge power cells. Don't be in area when alarm sounds. Okay. Wir machen den mal auf. Wir brauchen hier eine Power Cell. Und dann kann ich das Tor hier irgendwie aufmachen. Ich kann halt eben hier diesen Joy-Detektor aufmachen. Aber ich denke, man kommt hier nur durch, wenn man Joy genommen hat. Das ist meine Vermutung. Und ich denke, da werde ich auch ganz richtig liegen. Was sagt denn mein Plan hier? Escape. Bridge crossing. If I can get a keycard, I can use the door. The Bobby's use. Also okay, ich kann dann, wenn ich eine Keycard finde, kann ich halt durch, wo die Wachen einfach durchgehen, ja. I can borrow one of some Bobby's somewhere. Damn it, the bridge is all locked up. Sie ist also geschlossen. I suppose the Bobby's are off having tea. Ja, die Wachen sind nicht da. I need to find my way across on my own. I can't get through the donut detector until it gets power, so I need to get my hands on a power cell. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall eine Power Cell. Und dann können wir auch hier rüber, weil die Typen, also die Wachen sind nicht da. Und ich schätze aber, dass ich dann auch einen Joy brauche, weil... Der Joy-Detektor, also der Downing-Detektor, wird ja keinen Downer da durchlassen. Da bin ich mir fast schon komplett sicher, dass das nicht passieren wird. Die checken das natürlich, ob das ja Leute von ihnen sind. Ah, bin ich hier nicht das letzte Mal gestorben? Nee, ne? Aber so in, auch in so einer... Ah, Mist. Warte mal, da könnten wir doch... Ich habe nämlich jetzt... Ah, gut, ich hätte eine Waffe dabei. Ich hätte diesmal eine wirkliche Waffe dabei, aber ich würde da gerne so einfach irgendwie raufjumpen. Ah, es geht nicht, okay. Pass auf. Oh, was ist das? British Craftsmanship. Increase the durability of crafted weapons. Nice! Okay, wenn ich jetzt hier hold, dann kommt die Chest runter. Ah ja, dann. Okay, da war jetzt eine. Die habe ich jetzt überrascht. War das hier die einzige?
Ich nehme einfach alles mit. Ich wusste nicht, ob ich die jetzt wirklich, ob ich sie, aber ich schätze mal schon, beim letzten Mal war das ja auch so, dass die mich angegriffen haben, also ich habe das einfach mal gemacht. Sorry, Bro. Okay, das... So much easier after a little rest, wouldn't it? Okay. Dafür musste die gute Frau jetzt sterben. Gwenda Whittingstall. Es macht die Sache immer schlimmer, wenn die Namen haben. Ich fühle mich schuldig. Oh, Blumenstrauß. Oh Gott, vielleicht habe ich was... Habe ich was Falsches gemacht? Hätte ich sie nicht anpacken sollen? Hätte ich ja vielleicht nicht diesen selbstgebauten Knüppel drüber ziehen sollen? Ah, ich weiß nicht, Leute. Ich fand die Idee jetzt schon relativ prickelnd. Da oben ist noch irgendwas. Guck mal, da können wir... Kommen wir da hin? Nee, ne? Kommen wir auch nicht darüber. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Abandoned House. Okay. Das ist der Tree Park. Da ist nochmal das Dollhouse. Water. Ruined House. Ja, da sind immer die ganzen Häuser. Da hinten ist unser Haus. Wobei ich sagen muss, für das, was die anderen Häuser hier aussehen, ist unser... Ja, unsere... Ich nenne es jetzt mal Absteige. Unser Bunkerchen da. Unser Versteck. Noch eigentlich relativ cool, oder? Ich weiß nicht. Stop. Shut off, you. Ich finde es ganz nett. Muss ich schon sagen. Muss ich schon gestehen, dass ich das eigentlich ganz cool finde. Na, da treffen sich hier die Kameraden. Alles cool bei euch. Kann ich jetzt eigentlich irgendwie mal... Hier, Gift. I've got friends coming over for tea. I hope you like this sort of thing. Na? Hey. Oh, und dann kein Takedown. Hey, du. Ach, ich hab kein Ding mehr. Ich hab ja... Hab ich den nicht? Ich dachte, ich hätte noch einen. Hier, so ein Blumen. Ne, so ein Strauß. Ich dachte, ich hätte noch einen Strauß. Den hätte ich ihr immer geben können. Kann ich da noch einen craften? Ne, nur ein Lockpick. Genau, love the bouquet. Bräuchte noch eine Blume. Aber ich dachte, ich habe doch noch was. Ja, zwei. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht geben konnte. Egal. Mom, Dad, I've come home. Aber man kann sie alle irgendwie überrumpeln, wenn man das will. Das Haus da sieht einladend aus. Da gehen wir jetzt rein. Waren wir da schon? Ja, das ist Dollhaus. Okay. Wo kriege ich jetzt eine Powerzelle her? Ja, und schlafen müsste ich auch bald mal wieder, ne? So, habe ich hier noch... Genau, da trinken. So, guck mal hier. Ich setze mich jetzt nicht hin und lese. Ich bräuchte eine Powerzelle. Ja, da wird das alles nichts bringen. Da muss ich wahrscheinlich alles mögliche durchsuchen. Aber wer könnte denn bitte wo eine Power Cell haben? Ja, da waren wirklich sehr komische Sachen. Eine Toilette. Ein Stein. Ich kann mich da verstecken. Oh Gott, ich kann mich... Boah, das ist, finde ich nicht gut, dass ich mich unterm... Ich finde es nicht gut, dass ich mich unterm Bett verstecken kann. Weil, wisst ihr, was das heißt, dass ich mich unterm Bett verstecken kann? Dass ich mich irgendwann unter dem Bett verstecken muss. Und ich will nicht wissen, von was. Ich klaue euch mal hier alles. Ich denke, das ist okay, oder? Gwenda. Verzeihung. Oh Mann, wo kam der denn her? Ja, ich gehe da mal wieder, Gwenda. Du hast nämlich keine Powerzelle. Aber woher bekomme ich denn die? Ich meine, hier ist ja nichts mehr, was irgendwie mit Strom angetrieben ist. Und die Powerzelle? Oder hatte ich da noch eine mitgenommen? Nee, ich hatte ja nichts mehr, als ich da rausgekommen bin, ne? Ich denke, wir müssen vielleicht auch erstmal noch das ganze Areal hier irgendwie erkunden, um dann rauszufinden... hier war ich drin, oder? In dem Haus. Da habe ich doch diese Typen abgestochen, oder? Ah, nee. Okay, da habe ich nochmal Craftsmanship gekriegt.
It's not a lovely day. Okay. Where, when we stop crying. Ja, das hatten wir auch schon mal. War das das Haus? Nee, ne? Was ist denn hier in der Toilette? Ah ja, Souvenir. Und ein Stein. Nein, Suffering? Oder was heißt das? Boah, den hätte ich gerne. Oh! Oh Gott. Happy Horror. Harald. Ellie Lewis. Ethan. Wer ist das? Howard Coke. Back off. Ja, ja. Ja, sehr gut. Ich dachte, steht da auch drauf. Ich bräuchte Powerzellen. Sie stehen in dem Bett. Das. Fuck off! Oh. Oh. Oh, oh, oh. Fuck. Das wollte ich nicht. Leute, das wollte ich nicht. No. Please stop. Okay. Okay, also man kann auch. Man kann sie auch verschonen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, ich nehme nochmal alles mit. Ich nehme nochmal alles mit. Wo ist da noch irgendwas? Hey. Bin schon weg. Und schwupps. War irgendwas? Nö, oder? Das ist cool. Oh, ich blute, glaube ich. Warte mal, ich bringe mich mal in Sicherheit. So, schön, dass ich mir noch so ein Parcours machen kann. Boah, ich glaube, ich bin ihn los, oder? Warte mal, ich muss mich mal verbinden. Oh Gott, ich blute. Okay, Bleeding was stopped. Oh je, ey. Ah, guck mal, da kann ich nochmal Blumen holen. Da kann ich mir nochmal ein nettes Bouquet, kann ich mir dann nochmal basteln, hä? Huh? Oh, die sind Berries. Achso, die Berries kann ich vielleicht essen. Da kann ich mir ein Bärensüppchen bauen. Da vorne ist nochmal eine. Wo gehe ich denn hier lang? Da vorne ist nochmal eine Brücke. Das würde ich jetzt schon mal gerne auschecken noch. Was es mit dieser Brücke auf sich hat. Und ich würde zu gern immer noch wissen, was nachts rauskommt. Weil wir haben schon so oft gehört, ja, nachts mit dem Nebel kommt auch noch. Ja, also irgendwas scheint da nachts noch unterwegs zu sein. Oh, das sieht ja fies aus, das Gebäude. Ich habe so ein, mich beschleicht so ein gewisses Gefühl, dass wir das vielleicht nicht überstehen werden. Liebe Leute. So. Okay, ich habe mir mal mein Ding da ausgerüstet. Die Laterne könnte, wäre besser, wenn sie an wäre. Lutz Bridge was Editor Journal. Explore Lutz Home Bridge, okay. This area being beautiful for your enjoyment. Please not enter until it's ready. Aha, das soll also zu unserem Genuss da sein. So schaut's aus. Da können wir aufsperren. Vielleicht finde ich da eine Energiezelle drin. Okay. Oh ja, da ja. Hoffentlich finde ich hier ein bisschen Zeug. Eine Power Cell. Geil. Who has absolutely obscurated, oh, was heißt denn das? Of the bloody pipe valve. Place pipe valve. Aha. Requires pump repair kit. Pipe, also ich brauche hier so ein Ding. So ein Rohrabdichtteil irgendwie. Joa. Das werde ich mir mal irgendwie craften müssen. Jetzt habe ich hier aufgesperrt. Was habe ich denn hier noch? Aber ich habe die Powerzelle gefunden. Und da waren auch nochmal Powerzellen drin. Ja, hier ist was los. Jesus Christus. Und da geht es jetzt nicht weiter. Nee, das ist zu. Ja, war es das schon? Nee, das war so ein größeres Gebäude, oder? Aha. Da ging es schon mal irgendwie. Das sieht ja aus, als wäre das irgendwie so ein. Ja, als würde man da durch so eine Schleuse durchkommen. Und dann führt das einen in so einen Tunnel oder sowas. In das man halt nur reinkommt. Wenn man da so
sich da halt da abchecken lässt oder sowas, oder es prüft dann auf Drogen oder so. Ich würde zu gern wissen, was sie sagen damit, dass es nachts rauskommt. Ich will es aber auch irgendwie gar nicht rausfinden. Ich will schon rausfinden. Ich will schon wissen, was da los ist nachts. Wenn ich es jetzt noch nicht rausgefunden habe. Geil ist auch, dass der eine Typ hier, der bleibt hier immer da, der Fitzleut. Mein Nachbar. Der ist immer da. Wieso ist der immer da? Verstehe ich nicht. Alle anderen verstecken sich nachts. Nur der Typ nicht.